Das Kinder- und Jugendzentrum Big Palais Gotha führte gemeinsam mit dem Aus- und Fortbildungszentrum des Baugewerbes Gotha e.V. eine handwerkliche Ferienfreizeit durch. Dabei lernten die 10- bis 14-Jährigen mit verschiedenen Werkstoffen wie Holz, Metall oder Stein umzugehen. Natürlich klappte das mal gut und mal nicht ganz so gut. Aber wie jeder Lehrling weiß, ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Herr Klei, wie kam denn diese Kinderfreizeit überhaupt zustande? Da hatten wir vor 5 Jahren ein Gespräch mit Frau Kreil, Wirtschaftsförderung Stadt Gotha, und die Frau Walter von der Kasernengeschäft und meine Person. Da haben wir uns überlegt, was kann man machen für die Jugendförderung, Berufsorientierung. Da kam dann die Möglichkeit, dass die Stadt die Freizeitbeschäftigung macht. Und wir machen tagsüber mit den Jungs hier ein bisschen Handwerkerfreizeit, sprich Holzbau, was mit Stein oder Blechbearbeitung. Freuen sich da die Eltern mehr, dass sie dann doch unbesorgt zur Arbeit gehen können in den Ferien, oder haben die Jungs auch was davon? In erster Linie gehe ich mal davon aus, dass die Jungs was davon haben. Wir haben ja schon Mädels mit hier gehabt. Heute sind keine Mädels hier. Aber die Jungs haben, und die Mädels, sag ich mal, die hier waren, waren eigentlich immer begeistert. Und ich denke mal, dass wenn die Eltern am Freitag ihre Kinder abholen und sich dann wieder austauschen, dass alles nur positiv war bisher. Ich habe jedenfalls noch nichts Negatives gehört den ganzen 4 Jahren. Was machen die Kids? Die kommen erstmal an zu uns, da werden sie auch erstmal ordentlich belehrt. Auch wie in der Schule. Und dann sollen sie erstmal äußern, was sie für Wünsche haben, ob sie mit Holz arbeiten wollen oder mit Stein oder auch mit Blech. Nein, vor 2 Jahren war ein Junge hier, der kam hier früh an mit einem kleinen Vogelhäuschen und meinte, er hat den Wunsch dafür, wenn er jetzt hier ist, die eine Woche möchte eine kleine Dachrinne dran gebaut haben. Das hat geklappt. Da haben wir ihm eine kleine Dachrinne gebaut. Da sind die Vögel nicht mehr im Nassen, das ist doch auch eine schöne Sache. Wie groß ist denn die Hoffnung, dass Sie dann auch Auszubildende hier ansammeln können? Ja, ich sag mal, die Hoffnung ist schon groß, denn wir finanzieren ja einen großen Teil hier davon. Und ich denke mal, da gehen immer 3, 4 Jahre ins Land, ehe dann die Ersten sich vielleicht entscheiden, dass sie mal in den Beruf des Maurers oder Isolierers oder Zimmermanns hier einschlagen würden. Und jeder von den ganzen Jungs hat ja auch Freunde, Bekannte, dass der ganze Umkreis vielleicht größer wird, dass wir als Ausbildungszentrum bekannter werden, was Jungs und Mädels vielleicht hier im Landkreis Gotha hier in der Werkstatt lernen können. Na gut, Robin, macht ja nichts. Wir haben jetzt den Donnerstag, ne? Das heißt, ihr habt schon 4 Tage hinter euch, beziehungsweise ist gerade der 4. Tag. Was habt ihr denn bis jetzt alles gemacht? Metall, Holz, eigentlich fast alles. Das heißt, was habt ihr da hergestellt? Einmal beim Holz ein Hirsch, also Geweih und alles, haben wir auch lackiert. Und jetzt machen wir halt verschiedene Muster, wie man es halt will, bei Metall. Und bei dem Geweih, wie lief das ab? Habt ihr das dann irgendwie geschliffen oder vorher ausgesägt oder wie? Gesägt. Mit der Feinsäge. Und dann war es schon fertig? Nee, wir mussten dann noch zusammenleimen und lackieren halt. Und was hat ihr am meisten Laune gemacht bis jetzt? Metall. Was habt ihr denn gemacht mit dem Metall? Wir haben es ziseliert, also halt mit Hammer und Punzen einfach reingehauen, so gesagt hinten Kitpad. Okay. Und letztlich heißt das, dass ihr da ein Muster drauf gemacht habt? Ja. Okay. Und welches Muster hast du dich entschieden? Ein Bulle. Also. Okay, und warum? Hat mir persönlich am meisten gefallen. Okay, alles klar. Und was passiert jetzt noch? Beziehungsweise gibt es noch was, worauf du dich freuen kannst? Ja, eigentlich schon. Hast du Spaß oder wärst du lieber zu Hause geblieben? Ja, Spaß macht schon. Manchmal ist halt, hat man halt keine Lust mehr, würde man schon gern heim, aber irgendwo macht schon Bock. Okay. Und kannst du dir sowas vorstellen, später beruflich zu machen, oder willst du was ganz anderes machen? Ja, irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht. Wird sich zeigen, meinst du? Ja. Die Handwerkerfreizeit für die Schüler und Kinder, die gibt es mittlerweile seit 4 Jahren. Was machen denn die Kids jetzt gerade in dieser Woche? In dieser Woche ist es, wir haben ja eigentlich immer einen Rhythmus drin. Also wenn die Schüler kommen, werden die geteilt. Also wir können, ist immer schwierig, alle 15 Mann zusammen. Also auch Mädchen waren ja auch schon dabei. Also wir trennen die immer. Welche gehen zum Blech oder zum Metall und manche im Holz und manche eben auch in Stein. Und jetzt ist eben gerade Stein dran, Stein und Metall. Das ist diese, also jetzt gerade im Moment. Ja. Die erste Gruppe war schon im Holz und die haben auch schöne Sachen, Laubsägearbeiten gemacht und haben auch schon Sachen dann auch bemalt. Also Malen kommt auch noch mit dazu. Also die Figuren, die sie sich aussägen, die Muster geben wir vor.
Das erste Muster geben wir vor und das zweite können sie sich dann frei wählen, worauf sie Lust haben. Da haben wir mehrere Alternativen. Aber erstmal, um die Fingerfertigkeit zu bekommen, mit so einer Säge zu schneiden, also mit so einer Holzsäge zu schneiden, oder mit einer Laubsäge zu schneiden. Die Kraft muss ja entwickelt werden, die Geschicklichkeit muss entwickelt werden. Und da kann dann bei einem Zweiten, der noch Spaß daran hat, manche geben es auch auf, ja, mit den kleinen Händchen und so. Also das ist manchmal auch nicht so ganz einfach. Da helfen wir schon immer und motivieren immer. Aber ja, und jetzt im Moment sind sie gerade hinten im Mauerwerksbau und wollen auch mauern. Und Mauern habe ich dieses Jahr auch das erste Mal selber geleitet, weil sonst normalerweise ein Maurermeister da ist, der ist aber krank. Und die Zimmerleute gehört ja auch mit zum Berufsbild bei uns, dass wir mal ein Gefach mit ausmauern. Und das haben wir eben jetzt hinten auch gemacht. Also das heißt, die Schüler haben kleine Gefache ausgemauert von kleinen Fachwerkwänden mit kleinen Steinen, also nicht mit großen Steinen, mit viertelchen eigentlich nur und Lehm, weil Lehm ja auch nicht gefährlich ist. Also in die Augen sollte man es auch nicht bekommen, aber für die Hände ist es nicht weder ätzend noch reizend. Ja, also für die Schüler eigentlich genial. Und wir können die Lehm einfach abkratzen, einweichen, wieder nehmen. Ja, das ist jetzt gerade dran. Frech gefragt, habe ich noch ein paar Jungs auf einer Metallplatte rumklopfen sehen. Was machen die denn da? Die ziselieren, habe ich mir auch sagen lassen. Das heißt, die hämmern mit einem kleinen Meißel oder treiben in einem kleinen Meißel in ein Blech Muster oder Figuren rein, also figürliche Darstellung und prägen das dadurch. Es ist speziell auf so einer Harzmasse geklebt, dass es nicht verrutscht. Und die Harzmasse ist aber so weich, dass sie die Schläge aufnimmt und da im Metall durchaus eine Treibwirkung da ist. Also das Metall verformt sich dann und gibt dann ein gewisses Muster. Ja, dieses Meißeln ist wie Zeichnen. Ja, also immer so ein Meißelschlag und bleibt immer ein Muster zurück. Und ja. Um konkret zu bleiben, was stellen die Jungs dann noch her in der Woche? Die stellen noch kleine Hirschgeweihe her, also das ist das, was am ersten Tag gemacht worden ist. Und dann darf jeder seine Platte mit nach Hause nehmen und dann sonst so, worauf sie auch ein bisschen Lust haben. Wir gehen wirklich individuell auch ein Stückchen drauf ein. Blumenmädchen machen einige noch, die ein Stückchen weiter sind und eben diese Metallgeschichten. Schreiben sie zuerst ihren Namen, das sind so die ersten Übungen und dann gibt es eine figürliche Darstellung von Gänsen, von Füchsen, also Füchsköpfe oder Wolfsköpfe. Also der Thomas Lindner hat da einiges vorbereitet. Da macht das dann mit den Schülern. Okay, und die Jungs dürfen dann ja auch nochmal auf die Walz gehen, wurde mir gesagt. Wie kann man sich denn das vorstellen? Auf der Walz waren wir nicht. Wir haben eine Besichtigung gemacht nach Baustelle gestern. Da waren wir in Arnstadt und haben von GKZ uns eine Baustelle betrachtet. Also Walz gehen dürfen die nicht. Das geht natürlich nicht. Die müssen erst einen Berufs... Also nur als Info, die auf der Walz gehen, die haben einen Berufsabschluss, einen Gesellenbrief und werden losgebracht. Das heißt, von einem Gesellen, der auf der Wanderschaft ist. Und also bis dahin ist es noch ein langer Weg. Also das dauert noch. Aber die Grundsteine sind gesetzt? Die Grundsteine sind gesetzt. Wir haben auch sehr geschickliche Jungs, also wo ich selber staune, mit was für einer Fingerfertigkeit die da loslegen. Also das ist wirklich erstaunlich. Ja, und gerade das Mauern war für mich, wie gesagt, das erste Mal, dass ich sowas gemacht habe. Und da habe ich wirklich gesehen, dass die Jungs dann wirklich mit Lehm und mit Steinen da ganz gut arbeiten können. Natürlich ist da manchmal mehr an Händen als wir in der Kelle oder mehr liegt mehr auf dem Boden als wir an der Wand, wo es eigentlich hingehört, ja, zum Putzen dann, aber es gehört dazu, ja, also es ist einfach so. Ja, Ihre Kleidung kann man schon ansehen, dass Sie das Ganze leiten können, aber welche Qualifikation haben Sie denn genau? Ich bin Zimmerermeister, Ausbilder und Restaurator. Danke, Herr Müller.